Einen wunderschönen guten Morgen, heute mal wieder ein neues Video für euch. Und speziell nur für das Forum, Automatenforum EU sind die Videos, die ich mache. Nochmal zur Anmerkung, könnt ihr euch gerne anmelden bei uns, da wird euch auch oft weitergeholfen. So, heute läuft es noch ruhig. Disco hat noch ein bisschen was. Ups, den muss man mal ranholen. So. Da hat man ein bisschen was, der dahin ist gut drauf. Der hat gerade die Serie zum zweiten Mal hochgegangen auf die 50. Der läuft im Service-Mode. Weil da habe ich kein Lust mehr Geld reinzuschmeißen. Mein Nova Gold ist kaputt. Müssen wir wieder ganz machen. Ich hoffe, dass ich das wieder hinkriege. Und Supernova ist nur noch am Schlucken. Das macht er aber gerne. Oh! 40 auf 50 kaputt. Und hier läuft mein Spiel, wo ich mal den Checkpoint holen will, aber das wird nichts. So, heute konzentrieren wir uns mal auf verschiedene Spiele hier, auf meinem Actionstar. Und wie ihr seht, da klackert es schon. Da hat es vorhin schon mal gerabbelt, da hat er diese... Was gibt denn das jetzt hier? Da hat der das hier gemacht. 12 Stück. So, lass mal gucken, was das macht, das Spiel, dann schauen wir uns noch was anderes an. Also das Ding klettert heute ganz gut. Vorhin waren sogar mal 4 Stück da. Ach so, mein Blitz. Der ist auch immer am Fressen, aber der geht eigentlich immer hoch am Tag. Mindestens ein, zweimal auf die 100. Das ist relativ normal bei dem. Oder auf die 90. Wenn er das mal nicht macht, dann ist er schon krank. Es gibt auch Momente, da geht er echt 4, 5, 6 mal hoch. Und zu allerletzt bleibt er nach oben stehen, der Ausbildung. Hat er kein Problem mit, gerade der Blitz. Ist der... derjenige, der am meisten gibt hier bei mir. Oh. Ab in den Keller damit. Klick, klack, klack. Was ist los? Ah, klick, klack. Kann man auch mal spielen, also es ist jetzt hier nichts Weltbewegendes, das Spiel, aber der Actionstar 3 hat 60 Spiele und davon sind so viele Spiele gut und abwechslungsreich. Da kommt es mal auf eins oder das andere, das nicht so ganz gut ist, gar nicht drauf an. Das kann man dann mal durchjuckeln und dann ist doch gar nicht schlimm. So sehe ich das. Heute möchte ich mal alle neuen User, die sich bei uns angemeldet haben, ganz besonders grüßen. Es sind in letzter Zeit ja sehr viele gewesen, die sich angemeldet haben. Und wünsche euch dann weiterhin auch viel Spaß bei uns. So, ich denke, wir haben hier genug geklackert. Wir holen uns mal was anderes. Wie gesagt, es sind ja hier so viele. Heute spielen wir mal die Alice im Wunderland. Da habe ich auch schon richtig große Gewinne gehabt. Und wenn ich sage große Gewinne, dann meine ich große Gewinne.
Wenn der hier vorne in diesen Bildern vier Gleiche hat, gibt es ja Freispiele, fünf Stück. Hat er aber zusätzlich noch da die drei Schlüssel dazu, plus das hier als, also als gleiches Symbol. Oh, 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 guckt euch das doch mal an, was ist denn hier los? 99 Schnupperspiele. Ich glaube, ich spinne. 2 Promille. So viel zum Supernova. In der ersten Ausspielung sogar war das. Heieiei, habt ihr das gesehen? Hier ist was los. Wo war ich dran? Achso. Also hier vorne alles gleich. Plus 3 Schlüssel gibt es das hier. Vollbild auf Walze 1, 2 und 20 Free Games. Also das ist richtig viel. Das ist, da rappelt es ohne Ende. Wenn du das auf 2 Euro noch hast, dann, oh Jesus, na. Da ist der Käse gegessen. Klappt's mir. Das Höchste, was ich hier drauf hatte, auf meinem Actionstar, waren so 280 rum Cash Games. Das Gute ist ja, wie ihr seht, man kann die sicher abspeichern und irgendwann mal nehmen, wenn man Lust hat. Das ist schon ein mega geiles Gerät, dieser Actionstar. Wobei, der Actionstar 3 als Maxi-Play, der wird mich auch noch reizen. Mal sehen, ob man den mal irgendwann an Land ziehen kann. Weil Maxi-Play, das ist schon toll und das macht auch Spaß. So, wir warten mal auf die Schlüssel, ob die mal kommen. Ich gehe mal mit dem Einsatz ein bisschen höher. Normalerweise warte ich immer pro Schlüssel eine Runde höher, aber für euch mache ich gerade mal auf 90 Cent. Hier mal 3 Spiele. Und platt gemacht, jawohl. Wobei, der war gestern nur einmal auf der 100. Und Lino, meine Becher sind schon ziemlich leer. Also der hat noch ein bisschen. Der hat noch ein bisschen. Und vorne am Truck ist noch Mais drin. Und der Supernova hat auch nicht mehr viel. Ob mir das bis nächste Woche Freitag reicht, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also komm bitte mal bei mir vorbei mit dem Eimer, und damit ich weiter spielen kann. Kannst auch den Waldi mitbringen, ist kein Problem. Oh, hier ist eine Ausspielung gegangen. Aber der ist, der bleibt immer da unten stehen. Also, der ist einmal auf der 100 stehen geblieben. Oh, bin ich aber gut heute. Top, und hier ein Schlüssel? Nein. Der ist einmal auf der 100 stehen geblieben. Die Chance ist 0,4 Promille. Also, dass der da mal in dieser Ausspielung da oben stehen bleibt, das ist fast unmöglich. Das ist der Ding, der da ausbezahlt. Der Twinliner. In seinem geilen Hopper. So, aber wir bleiben mal bei Alice im Wunderland. Und wie ihr seht, es passiert mal wieder nichts. Das ist mal wieder dieser typische Vorführeffekt. Schade eigentlich. Aber jetzt gehe ich mal ganz anders hin. Wenn er meint, er könnt uns, dann gehen wir mal auf den Euro 50. Dann hat er vielleicht mal eher Lust. Vielleicht ist ihm das doch zu wenig Geld. Aber das Spiel gefällt mir auch, also definitiv. Da kann man nicht meckern. Wie gesagt, es sind so viele schöne Sachen da drauf. Jeden Tag Abwechslung. Macht immer wieder Spaß. Oh, vorne haben sie gefehlt. Eieiei, das hat geknallt. Hätte und hart, aber nicht. Schade eigentlich. Sure.
da, was wir jetzt mal machen. Jetzt gehen wir einfach mal hier raus. Gehen wir raus und laden einfach nochmal neu. Es soll auch runtergehen. Wie sowas halt, warum weiß ich auch nicht, aber ist wirklich so. Das hätte ja wieder geknallt. Guckt euch das mal an. Wohlgemerkt, das geht ja in 60 Linien. Also. Das Problem ist halt, es fehlt eine. Auf jeden Fall gibt es heute ein bisschen Geld zum Spielen. 99 Schnupperspiel, das bezahlt der ganz gut. Ich schätze mal so 250 bis 300 kommen dann da raus. Da habe ich wieder 2 Stunden was zu tun. Kann auch sein, dass er jetzt mal hingehen ein bisschen aufmacht, weil wenn er mal noch was schmeißt, dann sind Topspiele und sonstiges auch noch zu holen oder sogar noch mal Nova. Wir wollen hier nur die 3 Schlüssel und die sind sehr schwer. Naja, dann gibt es halt ein Video ohne Freispiel, ich kann es ja nicht ändern. Sieht man das? Gehen wir mal an, das sind 3 Hufeisen. 20 Spiele, machen wir mal 40 draus. Achtung! Oder auch nicht. Ab in die Spardose. Der war vorhin erst oben. So, also hier tut sich heute gar nichts. Schade, schade, schade. Ich mach mal Pause und warte mal, bis die Schlüssel kommen. Die Schlüssel sind da. Weil ich kurz umschalte auf 1,80 Euro. Finde ich gut. Die Frage ist halt jetzt nur, was kommt raus. Wir werden es gleich lösen. Sieht nicht dolle aus, gell? Das war mal gar nichts, würde ich sagen. 33 Euro, das ist ja so ein hohler Zahn. Aber bleiben wir. Jetzt gehen wir mal aufs Ganze. Guck mal, da kann ich jetzt 2,10 Euro Einsatz spielen. Ich glaube, der höchste Einsatz in dem, beim Action Star. Da geht es richtig ins Geld. Und Schlüsselschild. Oh ja, durchgelaufen und trotzdem gekommen. Na endlich, jetzt geht's los. Jetzt gibt's Geld. Guck mal hier, haben ganz schön abgenommen. So, jetzt doch schauen wir mal, was passiert. Oh oh. Viel ist es noch nicht. Oh, habt ihr das wieder gesehen? Da wird es am schlecht. Oder wieder 33 Euro nur. So ein Schrott. Da muss ich Nachhilfe, da gibt's nichts. So, nochmal auf die Schnelle. Dann muss man mal was tun. Das geht nicht. Ich kann sich nicht alles gefallen lassen von den Gurken. Guck, ob die Schlüssel jetzt nochmal kommen. Weil wenn er 2-3 Mal schlecht ist oder auch 4-5 Mal in der Serie, irgendwann dann geht er hin, dann kommt einfach mal was. Ach, das ist ein bisschen was, über 3,50 Euro. Ein Big Win, mal gucken, was kommt. 50 Euro. Geht kaputt, ja. Beste.
War doch klar. Der ist ja gerade so. Obwohl, das hat nichts zu sagen. Der geht auch zweimal nacheinander hoch. So, aber ich mache jetzt noch was anderes. Egal, ob der jetzt hier schmeißt oder nicht schmeißt im Spiel. Ich gehe euch ganz kurz noch mal was zeigen. Wenn ich es finde. Das hier. Das Spiel hatte ich letztens gespielt auf 2 Euro Einsatz. Und dann kam wirklich das da oben. Und das Ganze mal 10. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Das war das, wo ich dieses Wohnert und 80 rum. Cash gibt's drauf, warte. Na klar, wird das jetzt hier in dem Spiel nichts geben mehr, aber ich würde das schon nochmal ein bisschen zeigen. Kurzvorstellung dieses Spiels. Hinde ist ab und zu halt ein Wildsymbol mit einem Multiplikator. Und wenn das mit vorne und der Mitte passt, dementsprechend multipliziert man das. Aber wenn nichts kommt, wird das Geld nur weniger. War nicht schlecht. Ich sag, das Spiel hat richtig gerotzt. Bin ich gar nicht böse, wenn da nichts passiert. Mal 3. Wenn es jetzt hier mal so ein 28er kommt oder ein 40er, mal 10 oder 5 oder so, das gibt schon ganz schön Kohle. Wie gesagt, aber das muss ja auch erstmal kommen. Da hat er mal 10, ist durchgeruschelt. Wenn der oben gewesen wäre, mal 8, doppeltes, wenn 110, da hat er schon, nee, es sind 4 drin. Was gibt das? 32 Euro, schnappen wir uns. Heute machen wir das Video einfach mal ein bisschen länger. Ich hoffe, dass es auch klappt. Im Hochladen, dass da keine Probleme gibt. Glocke. 40 Euro die Glocke. Und das ist jetzt nur ein Multiplikator 1. Also hatte ich einfach noch Glück, dass es ein Wilde war. Aber das Ding schon mal 2, 3, 4. Seht ihr selbst, da kann dann schon was kommen. Hier kommt ein 10er und das doppelt. Aber es ist nur ein kleiner, also auch wieder nur 40 Euro. Aber aus 40 machen wir mehr, oder? Oh, oder weniger. Na gut. Das ist mal was ganz anderes heute, was ich hier vorstelle. Oh, jetzt haben wir einen 10er. Aber auch wieder die 40 Euro. Anscheinend ist er auf der 40 erst mal gebunkert und bleibt so. Und gibt nicht mehr. Hauptsache, ihr seht das auch, dass diese Multiplikatoren kommen. Wie gesagt, das Spiel ist interessant. Es gibt zwar keine Freispiele oder sonstige Sachen, aber für Leute, die ein schnelles Spiel mit einem schnellen Gewinn wollen, ist das gar nicht mal so verkehrt, das Spiel. So. Nochmal der Blitz. Sagt die Bumm, der macht nichts. Was haben wir denn noch drauf? 172. Mistkist. Den einen hätten wir noch gebraucht. Oh, du hast gesehen, 2 7er. Also der dritte gefehlt. Oder ein Multiplikator, das wäre natürlich das Krönchen gewesen. Ja, das ist dieses Spiel halt. Das ist, da geht's entweder ratzfatz gar nicht so arzitzigen hotmäßig. Aber man hatte ein bisschen Bildchen und dann noch ein Multiplikator dabei. Also dann kann das Spiel schon abgehen.
So Freunde, ich würde sagen, das reicht mal für heute. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Meldet euch an bei uns, Automatenforum EU. Wir freuen uns auf euren Besuch. In diesem Sinn, tschüss.